Eine Erholung im Nasdaq ist jetzt durchaus sehr wahrscheinlich, denn wir haben gestern eine Drehung gesehen an den Märkten, ausgelöst durch das Fed-Mitglied Bostic, dazu gleich mehr. Jedenfalls sieht das kurzfristig im technischen Bild jetzt nach einer Erholung aus, weil wir an wichtigen Marken waren, gleitende Durchschnitte, Unterstützungslinien plus überverkauft waren, also dreht die ganze Geschichte nach oben. Das ist eine technische Gegenreaktion in einem absolut intakten Bärenmarkt. Und die Frage ist, wie wir jetzt die Zeitebenen auseinanderhalten. Die kurze Zeitebene spricht für steigende Kurse bei Nasdaq und Co. Aber das, was heute Nacht bei Krypto passierte, Bitcoin und Co., die alle 5-6% innerhalb von wenigen Sekunden bis Minuten verloren haben, das zeigt das übergeordnete Bild. Ein Crunch, ein Liquiditätscrunch, der derzeit passiert. Liquidität wird entzogen. Übergeordnet heißt das tiefere Kurse bei Risikoassets, auch wenn wir jetzt im kurzen Zeitfenster eine Gegenbewegung sehen werden. Schauen wir uns die Dinge mal an. Bostic, gestern, der vorgestern noch gesagt hat, Inflation bleibt zu hoch, wir müssen sie jetzt stoppen. Gestern dann mit der Aussage, die Fed könnte pausieren Mitte des Sommers bis Spätsommer. Jetzt rechnen wir mal, wir haben im März eine Zinssitzung oder eine Notenbanksitzung der Fed, dann haben wir im Mai eine und dann haben wir im Juni eine. Mithin sagt er also faktisch, wir werden mindestens 3 Zinsanhebungen sehen oder wenn er Spätsommer meint, 4 Zinsanhebungen. Gehen wir mal davon aus, was aber noch nicht ganz sicher ist, dass das jeweils 0,25% Schritte sind, dann bedeutet das, dass die Fed die Zinsen um 0,75% oder um 1,0% anhebt, wenn damit Spätsommer gemeint ist, nämlich dann 4. Und das würde bedeuten, dass wir bei den Zinsen um und bei 5,75% sind oder eben bei 5,5%, was jetzt irgendwie nicht so wirklich eine großartige Neuigkeit wäre eigentlich für die Märkte. Aber was man eben dann immer wieder sieht an technisch neuralgischen Marken, kommt dann so etwas, was an sich ein No-Brainer ist und zack geht es nach oben, weil die Algorithmen dann eben das Wort hören, wir könnten pausieren mit den Zinsanhebungen. Also bums, ging es nach oben. Wir sahen dann sofort Call Buying mit diesen Zero DTE Optionen. Wir sehen hier unten in dem Chart Bostic Booms und dann geht es nach oben. Übergeordnet haben wir jetzt eine sogenannte Bullish Engulfing Candle, also praktisch eine Kerze, die größer ist als die negative Kerze des Vortages. Das deutet auf eine kurzfristige Trendwende hin. Und schauen wir uns dann mal das Ergebnis des gestrigen Handels an. Dow Jones, vor allem getrieben durch Salesforce, der beste Index, 1%. Nasdaq hat es dann noch etwas deutlich ins Plus geschafft mit 0,73. Aber wenn wir uns mal die Sektoren anschauen, sehen wir ganz oben Defensivsektoren wie Utilities, Consumer Staples und Real Estate. Also die defensiven Sektoren ganz oben. Unten Consumer Discretionary und Financials, was eigentlich nicht zusammenpasst. Also die Offensivsektoren waren gestern mit oder waren die schwächsten. Und dass das kein Zufall ist, was da passiert an diesen technisch neuralgischen Marken, sehen wir hier. Unten der S&P 500 an dieser Begrenzung, unteren Aufwärtstrend, kurzfristigen Aufwärtstrend, Kanalbegrenzung, dann kommt dieses Ding nach oben. Wir hatten Bullish Percentage Index, sind wir sehr, sehr überverkauft und dann eben der 200er Tagesdurchschnitt, der hier gestern gehalten wurde, diese Zone Pi mal Daumen 3930, 3940 beim S&P 500. Also an diesen Marken, da kommt mal gerne eine Gegenbewegung. Interessant ist, dass die Renditen für Staatsanleihen gestern praktisch überhaupt nicht auf Bostic reagiert haben. Da hat sich nicht viel getan. Auch der Dollar zeigte sich ganz weitgehend unbeeindruckt. Also nur die Aktienmärkte haben die Party gespielt. Hier sehen wir mal die Steers, also praktisch die in den Fed Fund Futures eingepreiste Erwartung, wie das dann ausschaut jetzt mit den nächsten Zinsanhebungen. Wir sehen, da gibt es eigentlich keine Reaktion auf Bostic. Man sieht nach wie vor 25% Wahrscheinlichkeit, dass im März die Zinsen um 0,5% steigen. Mai ganz sicher 25 Basispunkte und 70% Wahrscheinlichkeit, dass im Juni die Zinsen nochmal um 25 Basispunkte ansteigen. Also wenn Bostic sagt, wir werden Mitte oder Spätsommer pausieren, dann ist in etwa genau das hier eingepreist und eigentlich nichts wirklich Überraschendes. Zumal dann wenig später Waller kam, der gesagt hat,
Die Daten zeigen, dass die Nachfrage der Konsumenten nicht wirklich zurückgeht, dass der Arbeitsmarkt zu heiß ist. Dementsprechend müssen wir mehr tun, müssen letztendlich hier stärker auf die Bremse treten. Also eigentlich das Gegenteil, was den Subtext betrifft. Eigentlich widersprechen sie sich nicht, weil letztendlich auch Waller von 5,1 bis 5,4% Zinsen spricht. Wenn wir jetzt dreimal, wie gesagt, mindestens Zinsanhebungen haben, dann sind wir in dieser Zone. Vielleicht sogar mit einer vierten leicht drüber. Also es ist so wie bei Paul, der hat auch gesagt, wir werden die Zinsen weiter anheben, aber sprach eben von Disinflation. Was wollten die Märkte hören? Disinflation, aber nicht, wir werden die Zinsen weiter anheben. Und so hören sie bei Bostic eben jetzt nicht, wir werden 3 bis 4 Mal die Zinsen nochmal weiter anheben, wenn er sagt, wir werden vielleicht Mitte Sommer oder Spätsommer pausieren. Es ist immer die Frage, ob das Glas ein Viertel voll ist oder halt drei Viertel leer. Aber die Stimmen mehren sich jetzt in den USA auffällig. Von Ökonomen, die sagen, Leute, ihr müsst einen großen Zinsschritt machen. Hier sehen wir Jason Furman, der Top-Wirtschaftsberater von Barack Obama gewesen ist. Der sagt, ihr müsst jetzt wechseln von 25 Basispunkten zu 50 Basispunkten. Sonst kriegt ihr diese Geschichte nicht mehr in den Griff. Jetzt Mohammed El-Erian, der sagt, naja, das Problem der Fed ist die Glaubwürdigkeit. Die haben zu früh sich erstmal darauf festgelegt, dass man jetzt nur noch kleinere Zinsschritte von 0,25% machen wird. Und er sagt, wenn sie jetzt eben dann doch einen großen Zinsschritt machen, dann verlieren sie an Glaubwürdigkeit. Auf der anderen Seite, wenn sie es nicht machen, angesichts der heißen Inflationsdaten und der starken Konsum- und Konjunkturdaten in den USA, dann verlieren sie auch an Glaubwürdigkeit. Also das ist eine verzwickte Situation, die dadurch noch stärker gemacht wurde, dass Paul ständig von Disinflation gesprochen hat, unnötigerweise. Und ob diese Disinflation passiert, werden wir heute sehen bei den Daten zu den Einkaufsmanager-Index Dienstleistung ISM, und die werden zentral wichtig heute 16 Uhr. Warum? Weil der Dienstleistungssektor ja der Sektor ist, der hier doch sehr, sehr stark inflationäre Tendenzen nach wie vor aufweist. Die eigentlich wichtige Kennzahl sind die Preise. Da hatten wir 67,8 im letzten Monat. Alles über 50 heißt, die Preise steigen. Alles unter 50 heißt, die Preise sinken, immer jeweils zum Vormonat. Und diese Serviceinflation dürfte auch dann eben in der Eurozone kommen. Aber das wird das zentral Wichtige heute. Und hier sehen wir mal oben oder im linken Chart dieses Bullish Engulfing beim S&P 500. Wir sehen einen Bearish Engulfing beim VIX, wenn Sie hier unten in dem linken Chart mal gucken. Gleichwohl übergeordnet bleibt es eben so, dass man jetzt für eine 6-monatige US-Staatsanleihe mehr bekommt oder mindestens gleich viel bekommt wie die Earnings Yield beim S&P 500. Gab es zuletzt in der Finanzkrise, ist also schon ein bisschen her. Mit anderen Worten, Anleihen sind günstig, Aktien sind vergleichsweise teuer. Aber nochmal zurück zum kurzen Zeitfenster. Hier sehen wir positive Divergenzen oben im RSI, unten in der Stochastik. Möglich ist, dass wir nach der gestrigen Erholung nochmal ein bisschen Rücksetzer sehen. Wir kommen nochmal an diese gestern im 60-Minuten Chart gebrochene Aufwärtstrendlinie ran und setzen dann vielleicht mit dem ISM, wo die Preiskomponente vielleicht doch nicht ganz so heiß ist wie befürchtet, dann weiter nach oben. Das könnte gehen beim S&P 500 in die Zone 4100, 4130, bevor dann die nächste große Welle nach unten kommt, die uns wahrscheinlich herbe Verluste bringen wird. Dazu gleich mehr. Jetzt wollen wir uns mal Bitcoin anschauen, dass wir andere Kryptos aufgrund der Turbulenzen um Silvergate, diese Kryptobank, die praktisch platt ist, kann man sagen. Hier sehen wir das in diesem Chart von Capital.com, meine Damen und Herren. Bitcoin doch ziemlich heftig verloren hat auf $22.300. Es geht aber Ethereum alles um und bei 5 bis 6% nach unten. Was war passiert? Silvergate hatte ja gesagt, wissen nicht, ob wir so unsere Geschäftstätigkeit fortführen können. Dann hat Coinbase die Zahlungen oder Payments von Silvergate, Transfers von Silvergate geblockt. Die SEC hat gesagt, die Börsenaufsicht, Kryptobörsen sind nicht sicher. Dann hat Crypto.com Silvergate-Transfers gestoppt. Dann FTX bestätigt, dass $8,9 Milliarden irgendwo fehlen. Und dadurch haben diese Kryptos innerhalb von wenigen Minuten bis Sekunden
über 200 Millionen Dollar an Marktkapitalisierung verloren. Hier rechts sehen wir mal den Silvergate-Chart, also der von dieser Kryptobank. Da waren wir vor einem Jahr etwa bei über 220. Jetzt sind wir so im Bereich 6, 7. Also wir sehen, so sieht erfolgreiche Spekulation aus. Wenn man rechtzeitig wieder abspringt von einer solchen Blase, kann das alles funktionieren, aber das können die wenigsten, das haben die wenigsten drauf. Und dazu dann eben noch diese Nachrichten aus dem Immobiliensektor. Gestern Blackstone, die praktisch Zahlungsausfall einer Anleihe haben bei einem Immobilienfonds. Das ist das, was mich so ein bisschen an 2008 erinnerte. Dazu gleich mehr. Meine Damen und Herren, wenn Sie jetzt erfolgreich sein wollen am Markt, dann gebe ich Ihnen eine Empfehlung. Sie wissen, ich bin sehr vorsichtig mit Empfehlungen. Aber es gibt jetzt wirklich den Inversen Kramer Tracker ETF. Der Ticker ist SJIM und das kann man auch auf der Long-Seite spielen, was ich allerdings nicht empfehlen würde. Das ist LJIM. Vielleicht gucken Sie mal. Jetzt hat nämlich Jim Cramer kürzlich gewarnt, dass die Interest Rates haven't peaked yet. Also dass die Zinsen respektive eben die Renditen noch nicht ihr Hoch erreicht hätten. Ein sicheres Zeichen dafür, dass wir jetzt einen Rücksetzer bei den Renditen sehen. Hier haben wir zum Beispiel die Empfehlung von Tesla. Wir haben jetzt 10% verloren, seit Jim Cramer vor 3 Tagen den Kauf von Tesla empfohlen hat. Also der Mann ist mit einer Präzision eines Uhrwerks unterwegs in Sachen Kontraindikator. Aber nochmal zurück jetzt zu dieser gesamten Liquiditätsverknappung hier. Gestern die Terminal Rate Expectations nach den Verbraucherpreisen aus der Eurozone über 4% gestiegen. Erstmals eigentlich seit es die EZB und die Eurozone gibt, meine Damen und Herren. Und dann Isabella Schnabelina mit der Aussage, dass die Bilanzreduzierung oder dass man noch zu viele Anleihen in der Bilanz habe, um wirklich wirksam die Inflation zu bekämpfen. Subtext, wir müssten eigentlich die Bilanzsumme stärker und schneller reduzieren, mithin also noch mehr Liquidität entziehen. Jetzt der Belgier Wunsch heute Morgen, 4% Zinsen sind möglich, wenn die Inflation so stark bleibt. Und vor allem, man fokussiert sich auf die Kerninflation. Und die Kerninflation hat ja ein neues Allzeithoch erreicht in den gestrigen Zahlen. Die offizielle Inflation nicht, weil eben Nahrung und Energie, also Energie vor allem nach unten geht, Nahrung steigt. Aber hier diese Fokussierung auf Kerninflation, lass die Energie fallen, who cares? Entscheidend ist eben die Kerninflation und hier sehen Sie in dieser blauen Linie, die steigt schlicht weide. Nochmal Liquiditätsentzug, die FED. Jetzt weitere 42,5 Milliarden Dollar, ihre Bilanz reduziert auf 8,3 Billionen. Das ist das niedrigste Niveau seit August 2022. Und ich hatte gestern ja das Video gemacht, Inflation, steigende Zinsen, Potenzial für Finanzkrise 2.0. Wo ich sage, wir haben eine sehr, sehr giftige Kombination. Einerseits hartnäckige hohe Inflation, steigende und dauerhaft höhere Zinsen bei gleichzeitig massiver Verschuldung. Hier sehen wir mal das Jahr 2022, das Jahr mit den meisten Zinsanhebungen der FED in der Geschichte ist, also ever, ne? Also nicht gestern, sondern seit ever. Und dementsprechend sehen wir, dass wir wahrscheinlich jetzt diese technische Erholung haben mit Bostik. Kinder, wir könnten im Sommer aufhören oder im Spätsommer. Auch Bostik weiß nicht, was kommen wird sicherlich, aber es ist eigentlich ein No-Brainer, eigentlich eine Null-Aussage, aber die Märkte brauchten eben irgendwie etwas, an dem sie sich aufhängen können, dementsprechend möglich, dass wir in diesem übergeordneten Abwärtstrendkanal nochmal nach oben laufen, im größeren Zeitfenster, um dann etwa bis Mai neue Tiefs auszubilden im Bereich 3200, 3250, hier solche Charts etwa von Ron Walker, auch das sei erwähnt, auch wenn wir heute vielleicht kurzfristig nochmal einen Rücksetzer machen, ich denke und vermute, dass wir dann spätestens mit den ISM-Daten dann diese technische Reaktion nach oben zeigen. Noch ein paar Anmerkungen, Südkorea Inventory von Chips, also Lagerhaltung von Chips, steigt so schnell wie seit 27 Jahren nicht mehr, deutet auf Nachfrageprobleme hin, deutet also auf Konjunkturprobleme hin. IFO-Institut, Lage der Autobauer verschlechtert sich. Warum? Die arbeiteten zwar noch ihre Aufträge ab, Auftragsstau im Rahmen von Corona,
Aber die Nachfrage potenzieller Käufer stockt. Unsichere Entwicklung bei den Strompreisen, also vor allem Elektrofahrzeuge, vor allem nachdem die Subventionierungen seit 1. Januar sich deutlich verringert haben. Dann noch die Stromrationierung für das Laden von Autobatterien, was da ja angesprochen wurde von der Bundesnetzagentur. Also, liebe Leute, heute darfst du dein Auto nicht aufladen. Ich würde aber kein Auto fahren. Das wird nichts sein. Es tut mir leid. Scheiße, hätte ich doch bloß einen Verbrenner noch gehabt, dann könnte ich jetzt einfach einsteigen. Das wird sich mancher dann vielleicht denken. Sei es drum, hier sehen wir jedenfalls, geht das hier etwas zurück. Zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren, die diese hervorragend sinnfreie Klimapolitik zeigen. China baut seine Kohlekapazität so immens aus. Allein die Chinesen produzieren über Kohle oder mit Kohle mehr Energie, als die Amerikaner insgesamt Energie produzieren. Das heißt, die Chinesen werden so viel CO2 in die Luft blasen, sodass es fast irrelevant wäre, ob nicht nur Deutschland, sondern ganz Europa kein CO2 mehr emittiert. Wir aber machen das so, machen unsere Wirtschaft kaputt. Hauptsache, Geld, wir sind CO2-frei. Ohne die Chinesen wird es nicht gehen. Wir müssen irgendwie gucken, dass die das ändern. Erste Artikelempfehlung, meine Damen und Herren. Zweite Artikelempfehlung, eben Ratsmitglied Wunsch hält Zinssatz von 4% für möglich. Auch sehr spannende Lektüre. Ich habe heute Morgen meine Nasdaq-Position, meine DAX-Position vorübergehend jetzt mal glattgestellt. Nasdaq mit etwas Verlust, DAX Pi mal Daumen pari. Tesla und Nvidia werde ich behalten erstmal. Ich suche entweder jetzt den Einstieg auf der Longseite, dass ich kurz diese temporäre Erholung, die ich erwarte, spiele, um dann später günstiger sozusagen in Shorts reinzukommen, denn das ist die übergeordnete Richtung. Ich will aber jetzt nicht mehr, nachdem ich teilweise schon ziemlich unter Wasser war mit vor allem dem Nasdaq, jetzt wieder, dass die ganze Geschichte deutlich gegen mich läuft, sondern versuche dann nochmal einen schönen Einstieg mit einer sehr großen Position dann zu bekommen. Ich wünsche euch das allerbeste, verweise auf die zwei Artikel und sage Servus und Ciao.